So, nun folgt das Einrichtungsvideo. Wir schalten einmal das Gerät an. In dem Fall auf der oberen Seite, sieht man hier. So, dann sollte es gleich angehen. Genau, fährt hoch. Dann können wir uns nochmal kurz die Anschlüsse angucken. Oben ist der 3,5 mm Klinkenanschluss, der Anschalter. Dann hier lauter leiser Wippe und auf der Unterseite der Lightning-Anschluss. Zusätzlich natürlich Touch-ID, Fingerabdruckscanner. So, dann gehen wir einmal weiter. Wir machen einmal, drücken wir auf die Home-Taste, dann wählen wir Deutsch aus. Gehen auf Deutschland. Wir haben in dem Fall die Wi-Fi-Variante. Genau, jetzt fragt er nach Schnellstart. Ich lasse es in dem Fall und gehe auf manuell konfigurieren. Dann wähle mal einmal das WLAN aus. Das gebe ich einmal kurz ein. So, dann gehen wir mal auf Weiter. Genau, dann einmal die Datenschutzbestimmung akzeptieren. Gehen wir auf Weiter. Data die kann man schon mal einrichten, ganz normal, Finger draufhalten. Leider vibriert er nicht. Will mal gucken. So, Fingerposition ändern, nochmal. Dann einfach ein paar Mal mit anderen Seiten dran halten. Fortfahren. Dann den Code. Eigener numerischer Code. Vierstelliger Code in unserem Fall. So, jetzt fragt er, ob wir aus dem iCloud Backup iTunes oder neu in, oder über Android übertragen möchten. Wir möchten in dem Fall als neues iPad konfigurieren, da wir bisher noch keins hatten. Geben wir einmal die Apple ID ein. So, dann wird immer iCloud eingerichtet. Wir gehen auf Akzeptieren. So, die nächsten Fragen kann man Einstellungen anpassen. In meinem Fall geht ja einfach auf Fortfahren. Dann fragt er, ob man immer auf dem aktuellsten Stand halten will, also Auto-Updates oder manuell. Ich meine, in meinem Fall stelle ich erstmal manuell ein. Dann fragt er Apple Pay. Apple Pay kann ich in dem Fall nicht einrichten. Dann Bildschirmzeit, genau. Später konfigurieren, dann Analysedaten kann ich euch teilen, genauso wie App-Analysedaten kann man euch verschicken. Dann gibt es einmal hier die Möglichkeit, dieses True-Tone-Display auszuschalten, beziehungsweise wie man es sich anzeigen kann ohne und einmal mit. In meinem Fall werden wir es anlassen, fortfahren. Dann gibt es hier kurze Anleitung für die Funktion vom Dock, genauso wie zwischen den Apps wechseln, von unten hochschieben, genau, fortfahren. Da auch noch, dann gehen wir auf Los geht's. Dann haben wir einmal die Standardanwendungen, die vorinstalliert sind, und wir werden nach und nach dann die Anwendung reinmachen, die wir benötigen. So, das wäre es gewesen. Bei Fragen und Kommentaren von Daumen hoch, ja, Freund. Dankeschön.